Der mit heftigen Vorwürfen verbundene Rücktritt von Mesut Özil aus der Fußballnationalmannschaft hat eine Debatte über Rassismus in Deutschland ausgelöst. Einige sprechen von einer Zäsur, andere von einer natürlichen Konsequenz wegen des steigenden Rassismus in Deutschland. Özil hätte als Sündenbock herhalten müssen, als die deutsche Mannschaft aus der WM ausgeschieden ist. Bundesaußenminister Heiko Maas findet mahnende Worte. Dass die Deutschen so früh ausgeschieden sind, hat wenig damit zu tun, dass Herr Özil sich mit Herrn Erdogan hat fotografieren lassen. Und ich glaube, alle Beteiligten in der Causa sollten einmal in sich gehen. Ich sehe wenige, die nach meiner Wahrnehmung sich dort einigermaßen richtig verhalten haben. Özil hatte sich nach 2 Monaten erstmals zu seinem umstrittenen Treffen mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan im Mai geäußert und anschließend seinen Rücktritt aus der deutschen Nationalelf erklärt. Özil prangert einen weit verbreiteten Rassismus gegen ihn als Deutsch-Türken an und erhebt schwere Vorwürfe gegen den DFB. Der wies diese in aller Deutlichkeit zurück. Bundeskanzlerin Angela Merkel zollte Özil Respekt für seine Leistung in der Nationalmannschaft. Er sei ein toller Spieler, der für die deutsche Mannschaft viel geleistet habe.